Ja, gut, ihr lieben Meckerlein. Gestern gab es den Stream mit den Raspberry Pis. Die liegen auch immer noch verteilt hier auf der Werkbank. Es ist mittlerweile wieder Chaos auf der Werkbank eingebrochen, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch ein paar Sachen zeigen. Es kam die Frage auf, wann findet der nächste Stream statt, beziehungsweise der nächste Bastelstream am Voron. Der steht übrigens da hinten, da drüben. Zeige ich euch gleich noch. Der nächste Stream wird vermutlich am Sonntag stattfinden. Ich habe jetzt soweit alle Teile oder den nächsten Satz an Teilen jetzt fertig für die Cable Chains. Das heißt also, beziehungsweise die werden gerade gedruckt. Es hat sich ein bisschen verzögert, weil der Prusa ja halt ein bisschen Probleme hatte, der i3. Das zeige ich euch auch noch gleich. Und zwar ist Folgendes angekommen. Kriegt ihr das jetzt hin? Jawohl. So, da seht ihr, es ist Chaos auf der Werkbank. Ich halte es mal so ein bisschen gegen das Licht. Das sind selbstklebende Dichtungsbänder aus Schaumstoff. Hat mir Thomas empfohlen, also derjenige, der mir auch die Panels entsprechend hat zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Der Tipp war mega genial. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Dann ist noch ein anderes Paket gekommen, und zwar das hier. Das ist die Corex-Platten oder sowas in Richtung. Also das war der ursprüngliche Plan für die Panels, die ich jetzt von Thomas bekommen hatte. Die kann man selbst mit einem Cuttermesser zuschneiden. Das sind einfach Kunststoff Hohlkammermatten, nennt man das. Kennt man eigentlich so vom Dach her, wenn man irgendwo so ein Klarsichtdach hat, vorne am Balkon oder sowas in Richtung. Da sind immer diese Matten mit den Streifen drin verbaut. Das sind genau die gleichen Matten, nur hier halt komplett in Schwarz. Kamen von eBay in England. Ja, ist soweit auch jetzt angekommen. Werde ich wahrscheinlich für den 1.6er Voron verwenden. Ja, ich baue auch 1.6er Vorone. Wobei das keine Originale sind, sondern ich da den Rahmen vom Ender 4 einfach missbrauche und da auch ein paar Bauteile rausziehe und dann gucke, dass ich so gut wie möglich einen Voron noch auf die Matte bekomme. Ein paar Bauteile werde ich natürlich neu bestellen. Die Teile werde ich auch drucken. Oder habe ich schon zum Teil gedruckt, und dann gibt es da auch nochmal zwei 1.6er. Und mal gucken, vielleicht mache ich da auch noch ein Video drüber. Aber das Ziel von den Druckern ist es halt einfach so viel wie möglich vom Ender 4 zu verwenden, dass die Teile halt nicht allzu viel Geld kosten und dass Leute, die einen Ender 4 sich gekauft haben und sagen, ey, der Drucker ist nicht wirklich was für mich, die vielleicht mit ein bisschen Kleingeld halt sagen können, okay, ich create das Ganze ab auf dem Voron 1.6. Das ist die Idee dahinter. Wenn euch das interessiert, Kanal abonnieren, kommt auch noch ein Video drüber. Genau. Dann hat mir, ich hole mal gerade noch ein Bauteil, sorry, wenn ich jetzt einfach mit euch da hin und her renne, und zwar hat der Prusa ja, der i3, ein Problem gehabt. Ich zeige euch auch mal gleich genau wo. Na. So, und zwar genau genommen das Teil hier hinten. Da seht ihr, sind ja die drei Schrauben drin. Das ist diese 60-Degree-Angle-Bracket, an der die Kabel quasi festgebunden werden. Die habe ich neu gedruckt, ganz einfach aus dem Grund. Die habe ich jetzt aus ABS gedruckt, ganz einfach aus dem Grund. Ihr seht es hier schon, die sind ziemlich verbeult und ziemlich vermackt. Und ich vermute mal ganz einfach, wenn ich da reingucke, dass da irgendwo ein Kontakt entsprechend entstanden ist zwischen Schraube und Anschluss, Stromanschluss. Und dass das dafür gesorgt hat, dass dann mitten im Druck einfach der Druck abbricht, weil ein Kurzer entstanden ist, ist natürlich nicht super. Voron, wie gesagt, steht da hinten. Den kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Der steht da hinten in der Ecke. Da habe ich inzwischen die Belts eingezogen, also in der Gantry. Habe schon angefangen, quasi das Hotend zusammenzubauen. Ich weiß jetzt ja gleich, wer die ersten Stimmen laut. Ich habe irgendwie wieder wahrscheinlich was falsch gemacht. Aber das können wir alles am Sonntag noch mal angucken im Detail. Genau. Ansonsten ist Ethan ABS angekommen. Gestern. Ich habe es leider noch nicht aufgeräumt. Das sieht immer noch unordentlich aus. Ich zeige es euch trotzdem mal. Wir haben noch 10 Rollen Pine Green ABS Plus. Ist, finde ich, auch eine coole Farbe. Ist aber allerdings nicht das, was wir bestellt haben, sondern wir hatten, ich nehme es mal da raus. Das ist eine mega coole Farbe. Man sieht es nicht so richtig auf der Kamera, aber die kommen halt so ein bisschen smaragdgrün, so ein dunkles Smaragdgrün ist das. Finde ich auch super cool von der Farbe her.
für die Leute, die gerne Peak Green haben, ja, ich habe mit Ethan gesprochen. Ich habe gesagt, Leute, das haben wir nicht bestellt. Und die haben gesagt, ja, wir schicken dir es raus. Ist kein Thema. Und den Rest haben wir auch geregelt bekommen. Von daher, das ist alles soweit in der Mache. Und ihr braucht keine Angst zu haben, das Peak Green kommt auch noch. So, mit einer Hand Karton zu machen, ist auch ein bisschen schwer. Genau. Des Weiteren haben wir jetzt Yellow auf Lager und wir haben Luminous Blue. Und das ist eine Farbe, sorry, wenn ich wieder durchs Dunkle durchgehe. Das ist eine Farbe, ich habe die mal hier oben hingestellt. Die sieht erstmal, na, ziemlich unscheinbar aus. Na, Kamera, komm. Die sieht erstmal unscheinbar aus, sieht so leicht gräulich aus. Ist es auch eigentlich. Aber soll, wenn man die ins Dunkle packt, halt entsprechend blau leuchten. Also nicht grün, sondern blau. Werde ich gleich auch mal noch ausprobieren und euch versuchen, ein Foto halt entsprechend am Ende des Videos irgendwie reinzupacken. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil das muss auch eine gewisse Zeit aufgeladen haben. Aber ist, glaube ich, eine ganz coole Farbe und habe ich auch schon ein Projekt hier im Büro für. Also seid gespannt, abonniert den Kanal. Am Sonntag können wir, wie gesagt, auch bei den Raspberry Pis direkt anknüpfen. Den haben wir ja gestern soweit für den Voron 2.2 eingerichtet, dass wir da jetzt halt entsprechend die 1.4er Boards, sind das 1.4er? Nein, das sind 1.3er Boards, ne? Die SKR 1.3, genau. Die Boards, dass wir die einrichten, das alles mal ein bisschen verkabeln, so grob. Klar, die Endstops müssen noch eingebaut werden, dass das Ding nicht irgendwo gegen die Wand läuft und dann halt sich zu Tode ackert. Ja, dass wir mal gucken, dass wir die ganze Elektronik halt einfach mal verbaut bekommen und dass alles mal ordentlich wird und schick wird und zumindest mal der erste Testlauf fürs Homing irgendwie gestartet werden kann. Das wäre eine coole Idee, das können wir mal gucken. Druckbetten habe ich geguckt. Ich hatte erst gemeint, dass das Paket mit diesen Corex-Platten halt entsprechend die Druckbetten wären, aber das waren sie dann leider doch nicht. Die sind unterwegs, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hängen die gerade beim Zoll hier in Frankfurt, da rufe ich gleich auch noch an. Die anderen Bauteile, wie zum Beispiel mal PTFE-Schlauch, den ich noch mitbestellt habe, weil das ein spezieller war, ich habe den einfach bei Ali mitbestellt in der ganzen Bestellung halt entsprechend. Von daher, dass sie jetzt da 1000 verschiedene Sendungen draus machen, wusste ich jetzt auch nicht so in der Richtung, weil ich vorher noch nicht wirklich großartig bei Ali bestellt hatte. Ist auch unterwegs. Was war es noch? Ach ja, die Self-Tapping-Screws, die man ja hier leider Gottes in Deutschland nicht bekommt. Das sind diese selbstschneidenden Nylon-Schrauben oder was es ist. Sind auch unterwegs und ich glaube, die sind in Duisburg irgendwo gerade angekommen, frag mich nicht. Ist auch nicht teuer, von daher gehe ich davon aus, dass der Zoll da kein großartiges Problem macht. Ist also, wie gesagt, alles auf dem Weg hierher und sollte in den nächsten Tagen oder in den nächsten 2 Wochen hier ankommen. Ich hoffe es mal. Die Matten telefoniere ich gleich hinterher, dass ich die vielleicht noch vor dem Stream am Sonntag noch eventuell in die Hände bekomme und da noch jemanden erreiche. Und dann können wir die Heizmatte auch gleich am Sonntag einbauen. Zum Thema, stimmt, das möchte ich euch noch gleich zeigen. Thomas hat mir einen Hinweis gegeben, das wusste ich jetzt so nicht, das ist auch nicht aus der Anleitung hervorgegangen. Na. So, und zwar seht ihr hier, dass dort die Hochglanzseite entsprechend, ich habe das Bett nur draufgelegt, keine Angst Stefan, musst dir keine Gedanken machen, ist nur draufgelegt. Diese Seite hier ist die Hochglanzseite und Thomas hat mir gesagt, ich soll die am besten umdrehen, dass die matte Seite in den Innenraum zeigt, weil dann später entsprechend weniger Probleme mit den Cable Chains existieren oder entstehen können und das werden wir dann am Sonntag auch noch entsprechend einrichten. Von daher, abonniert den Kanal, schaltet am Sonntag ein, ich freue mich auf euch, bis dahin, happy printing!